Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier in unserer persönlichen Hölle. Wir sind der einzige Überlebende. Der Lone Survivor. Nee, warte mal, das war ein anderes Spiel. Wir sind hier immer noch auf der Map Washington unterwegs und haben beim letzten Mal vom Dach aus hier was Interessantes gesehen. Könnte ein Militärzelt sein, könnte aber auch irgendwie von Bauarbeitern sein. Fakt ist... Alter, ich weiß gar nicht jetzt. Werden Zombies von Licht angezogen? Es gibt übrigens eine Headlamp. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Damals in der, in Anführungszeichen, ersten Season, also ich glaube bis Folge, das ist ein Militärzelt. Da steht ein Militärtyp. Bis Folge, weiß ich gar nicht, 40 oder so. Da hatten wir so einen Bauhelm mit einer Lampe drauf. Den gab's dann irgendwann nicht mehr. Mittlerweile gibt's aber eine Headlamp direkt, also direkt eine Kopflampe. Die kann man wohl auf Zeltplätzen finden. Scheiße, was mache ich jetzt? 42 Schuss haben wir noch. Mann. Nachts ist ja nicht gut. Könnte natürlich ultra fetter Loot drin sein. Können aber auch richtig viele Zombies rauskommen. Scheiße, Leute. Ich hoffe, ihr seht was. Ich hab eine Idee. Scheiße. Okay, die sind alle dahin gegangen. Leute, muss jetzt schnell gehen. Eine Granate brauchen wir nicht. Was ist das? Orange Smoke? Sabertooth. Military Top? Okay. Komm, nimm mal Green Smoke auch noch mit. Fetter Scheiß, Alter, wie wir die weggelockt haben. Wir sind übelst Stealthy Melfi. Ist jetzt die Frage, war das der Typ, der hier drin war? Scheint so. Wir nehmen jetzt hier erstmal alles mit. Alles, was wir finden können. Denn das können wir alles zerruppen. Notfalls. Black Hoodie. Oh, ein Black Hoodie. Alter, ich will natürlich übelst in Schwarz gekleidet sein, weil wir hier natürlich Stealthy Melfi durch müssen. So, und wir wollten hier gucken. Ich glaube nicht, dass wir in den Turm reinkommen, was sehr, sehr schade ist. Weil da hätten wir bestimmt einen richtig geilen Ausblick. Ja, nee. Schade, schade, Schokolade. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter in diese Richtung. Ich habe gesehen, dass wir auf den Kran hoch können, Leute. Aber das ist mir gerade ein bisschen zu heikel. Bisschen sehr heikel. Ich traue mich auch gar nicht, hier irgendwie aufzustehen und loszulaufen. Die stehen übelst lange an dem Licht da hinten. Eigentlich sind wir hier auf der Straße am sichersten. Hier sehen wir am ehesten, wenn irgendwas kommt. So, jetzt mal gucken. 3, 6, 9, 18 Plätze. Genauso viele Plätze. Hat auch genauso viele Plätze. Ja, dann würde ich sagen, benutzt man den Black Hoodie. Obwohl, ich glaube, die Militärsachen haben mehr Schutz. Bin mir jetzt völlig unsicher. Ich glaube, die haben mehr Schutz. Ich glaube, ich hatte da was gelesen. Wenn das stimmt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Den ziehen wir kurz aus, damit wir ihn reparieren können. Aber ich glaube, das hat schon seinen Sinn, wenn das da blau ist. Das ist ja relativ rar. Na, steht ja da auch. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das nutzen. Wie gesagt, es gibt ja schwarze Klamotten. Das wäre dann dieses
Black Ops Teil. Alles cool, alles cool. Ich bin gerade ultra angespannt, Alter. Ist auch ultra spannend hier. Wir können hier jederzeit sterben, Alter. Ich meine, wir haben schon mal einen Punkt darauf. Warte mal. Haben wir einen gekillt? Eigentlich müssten wir Leute killen. Ich weiß bloß nicht, haben die nachts mehr drauf? Scheiß drauf, Leute. Wir müssen's wagen. Wir müssen Erfahrungspunkte sammeln. Ansonsten verhungern wir ganz schnell. Wir werden jetzt mal, um die anzulocken. So, da sind sie. Was war das? Was ist das? Leute, das ist ein fucking Unsichtbarer! Willst du mich rollen? So. Da war ein Unsichtbarer! Sind es diese Stealth-Zombies, diese Stalker-Viecher? Alter, ich wusste aber nicht, dass die unsichtbar sind. Das war der hier, ne? Und der hat so einen Arztkittel an. Vielleicht sind es die von diesen Scorpion 7-Einrichtungen. Alter, was haben die da für Versuche mit denen gemacht? Der Ultra-Shit, Alter. Desert Military Vest. Hat sogar mehr Platz. Super geil. Ruppen wir auseinander. Militär. Schöne Betonung. Militär. Reparieren wir gleich mal. Hä? Ach, das ist ein Helm. Da brauchen wir Metall für. Hä, wir haben noch Metall. Wie viel Metall brauchen wir denn dafür? 4. Ich weiß, ihr seid sauer, wenn ich die Sabertooth einfach so weghaue. Haben wir schon mal eine Sabertooth gehabt, ist jetzt die Frage. 2 Schuss hat die drin. Wir gucken mal. Ja, ist ganz nett, die Knarre, sage ich mal. Aber halt mehr auch nicht. So, gucken, haben wir irgendwas angelockt? Nein. Wir nehmen die mal auseinander. Nee, jetzt haben wir sie gestrippt. Aber wir können irgendwie Waffen nicht mehr auseinandernehmen. Das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. So, warte mal. Skills, bevor ich es vergesse. Bevor ich es wieder vergesse. Ich mit meinem Schusselkopf. Wir machen einen Punkt auf Survival, damit wir weniger essen und... Pass auf, wir machen erstmal wieder Survival voll, dass wir ganz wenig essen und trinken brauchen. In Anführungszeichen ganz wenig. Hier haben wir noch eine Taschenlampe liegen. Das ist super, denn die können wir auseinandernehmen. Und dann können wir hier den Helm reparieren und uns gleich aufsetzen. Super geil. Sieht vor allen Dingen super aus mit unseren kurzen Shorts, die wir hier haben. Aus den ganzen Teilen können wir hier erstmal Racks machen. Das kennt er ja noch, ne? Racks. Dann gab's... Was war denn das nächste? Bandage. Und darüber dann noch Dressing. Wie ein Salat. Okay, da fehlt eins. Aber ist okay. Haben wir eine Bandage und ein Dressing. Die Bandage können wir nutzen. Sind zwar nur 7%, die fehlen, aber besser als nüchte. Außerdem haben wir hier noch einen Saft, sehe ich gerade. Das ist sehr schön. Machen wir mal die Taschenlampe an. Außerdem haben wir hier noch ein paar Chips. Die können wir uns auch nur an die Birne knallen. Dann würde ich sagen, nächster Stopp. Mal, wie viel... 14 Schuss. Nächster Stopp, großer Kran. Jetzt können wir hier in Ruhe auch nochmal reingucken. Ja, normalerweise wäre ich natürlich weiter Stealth vorgegangen. Aber wir brauchen gerade diese Punkte so extrem. Oh, hier wäre auch ein Waffendrop. Nehmen wir mal White Smoke mit. Guck mal, da vorne ist noch... So ein Militär, da geht noch Militär weiter. Dann schauen wir uns natürlich da erstmal um. Keine Sorge, wir gehen auf den Kran rauf.
Aber ich will erstmal hier beim Militär gucken. Bitte lass kein Zombie da oben sein. Sieht gut aus. Green Smoke, Yellow Smoke. Pickup Military Knife. Können wir mal mitnehmen. Aber krass, Alter, da haben wir schon jetzt diese komischen... Das nehmen wir mit. Diese komischen Stalker-Zombies gesehen. War ja ultra spooky, Alter. Aber die leuchten, ne? Also man sieht das schon, dass da was ist. Drop mir mal eine Hose. Das wäre zu geil gewesen. Schade, ich dachte, da wäre noch einer drin gewesen. Da kommt noch was. Ihr seht's vielleicht, die Hitmarker sind auch anders. Also ihr könnt jetzt da mal das alles schön selber sehen. Und zwar sind die Hitmarker da, wo ich auch wirklich treffe. Oh, ein Dressing. Geil. Die sind da, wo ich auch wirklich treffe. Und wenn sie rot sind, ist es ein kritischer Treffer. Ein weißer ist ein normaler Treffer. Und wenn das so ein Kreis ist, glaube ich, daneben geschossen. Bin mir da jetzt a little bit unsecure. Da ist er. Ich habe extra meinen Lautsprecher lauter gestellt, damit ich hier ganz genau höre, wenn da irgendwas kommt. So. Dann wollte ich Dressing... Ach, jetzt haben wir so viele Dressings, oder was? Ah, und wenn wir laufen, geht das Inventar. Das ist geil, weil das hat mich damals wirklich ein paar Tode gekostet. Leben gekostet, Tode gekostet. Keine Ahnung, ich freue mich einfach nur. Wir brauchen was zu trinken. Oh, Military Top. Haben wir aber schon. Desert. Wenn da Desert steht, gibt's wahrscheinlich auch verschiedene. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ich sage... Er sieht aus wie Mann. So, warte mal. Die normalen Hosen, haben die mehr Platz als die Shorts? Nee. Nee, da finde ich die kurzen Hosen irgendwie gerade stylischer. Wir kriegen auf jeden Fall ultra viel Stoffteile, was richtig gut ist, weil dadurch können wir uns hier die ganzen Bandagen und alles herstellen. Das ist richtig Bombe, Alter. Vor allen Dingen die Dressings. Die brauchen wir vor allen Dingen bei unserer Spielweise. Ich traue mich da so ein bisschen nicht hoch, weil meistens, wenn du nach unten wieder willst, dann hast du die A-Karte. Ich weiß nicht, ob auf den Zwischenstationen was spawnen kann, deswegen... Gucken wir uns hier natürlich auch so ein bisschen um. Hallo? Ja, gut. Schöne Scheiße, jetzt irgendwie noch runterkommen. Also runter kommt er immer, ne? Boah, Alter, das sah schon wieder aus, als ob wir da innerlich schon wieder... Mann, Mann, Mann. Reicht mir schon wieder, dass die ersten beiden Folgen Washington hier schon wieder mit dem Tod geendet haben. Aber finde ich ultra geil, dass wir den neuen Zombie gesehen haben. Sagt mir vor allen Dingen, dass das alles funktioniert. Dass die Chance auch groß ist, dass wir auch die anderen Zombies sehen. Das fällt mir gerade auch so ein. Oh Gott. Paintball-Knarre im Bürogebäude. Wo auch sonst. Den Golfschläger, den kann ich ja noch nachvollziehen. Ist halt, Leute, die zu viel Geld haben, spielen Golf. Duct Tape und so brauchen wir jetzt aber nicht. Wir haben nur noch 4 Schuss für die gute Yuri. Und wir haben noch keine Wohnung, wo wir dann irgendwie die Yuri unterbringen könnten. Scheint noch gar nicht irgendwie
wirklich gearbeitet zu werden. Boah, jetzt hatte ich echt Probleme, diesen Satz zu einem logischen Ende zu führen. Das merkt man dann bei mir aber auch immer. Ja, 4 Schuss. Leute, müssen wir jetzt anfangen zu überlegen, so, ob das Sinn macht, die Yuri dann weiter mit uns rumzuschleppen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir da sonderlich viel Magazine für finden werden. Weil das Gute ist ja immer, wir finden ja immer Zivilmunition und wir finden immer Military Ammunition. Aber jetzt für die Yuri brauchen wir ja spezielle Munition. Ich glaube, das ist diese Ranger Ammunition. Warte mal, jetzt fällt mir gerade ein, da könnten wir ja mal das da schon mal hinmachen. Nicht, dass jetzt hier die Luzi abgeht. Purple Duffel Bag. Ist jetzt die Frage, welcher ist denn größer? Travel Pack oder Duffel Pack? Tja, ich glaube, das ist einfach nur anders angeordnet, ne? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 5 sind es 15, 15, 20, 25, 30. Alles klar. Fuck you, Duffelbag. So, und dann nehmen wir natürlich alles wieder mit. Keine Sorge. Oh, ein Fedora. Der feine Herr. Zeig mal her, den Fedora her. Geil. So. Hier haben wir wieder ein Flashlight. Nehmen wir mit, damit wir ein bisschen Material haben. Ich hoffe ja immer noch darauf. Oh, jetzt dachte ich schon, wir haben unsere gute weggeklatscht. Alter, wir haben richtig gut Dressings mittlerweile. Das ist ein Rack. Wir haben noch einen Rack am Start. Okay. Sonst können wir aber nichts machen. Warte mal. Wir haben noch Antibiotika. Huch. Die Antibiotika nehmen wir mal, damit wir unsere Vergiftung mal heilen. Vergiftung. Ich weiß immer noch nicht. Zombifizierung. Wie soll ich das nennen? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Wie soll ich das nennen? Zombifizierung. Nein. Zombifizierung ist eigentlich ein cooles Wort dafür, finde ich. Bandage, Rack, da fehlt uns das wieder, aber wir können auf jeden Fall nochmal, können wir nicht, dann eben nicht, wir sind auch mit dem Leben voll, was wir brauchen ist Essen und Trinken, aber das Gute ist, es ist eine riesige Stadt hier, also für unsere Verhältnisse, ne? Wir sind ja, in Pay sind wir ganz andere Sachen gewohnt, ein Potato, ne, Potato brauchen wir jetzt nicht, vor allen Dingen nicht so ein, verrotteten Potato. Kartoffel. Deutsche Sprache, nix gut mit die Semi. So. Hier ist nix. Niente, nada, null. Würde ich sagen, gehen wir hier in den Fast Food Store. Da, 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 da. Psst. Chef Bottom. Oh, Sardinen. Eine Dose Sardinen, 100% richtig geil. Knallen wir uns natürlich rein. Eier. Mit Eier bin ich vorsichtig. Schokolade. Eier, 100% die auch rein hier. Oh, hätten wir uns aufsparen sollen. Ich sehe gerade, wir sind ja schon bei 100%. Apple Juice. Trinken wir einfach mal. Wir sind ja schon relativ, in Anführungszeichen, immun gegen die Zombifizierung. Eine Pfanne, Alter, die kannst du auch als Waffe nutzen. So, Käse haben wir da drin. Weizen. Bottled Water. Hatten wir nicht vorhin Purified Water gefunden? Nee, da muss das jetzt herhalten. Ah ja, ist natürlich nicht so pralle. Aber besser als nix. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, guck mal, hier ist die Brücke eingestürzt.
Sieht das fett aus? Okay. Hallo? Herr Zombie? Also da ist so ein Flitzer, den sehe ich natürlich. Einfach mal von hinten in den Kopf. Bam. Der ist sogar gestorben, einfach nur mit einem Hitmarker. Nicht mal ein Crit, Alter. Dann kommt er. So, einen Schuss habe ich noch. Wir sind schon am Ende dieser Folge angekommen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Überlebt!